Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zur fünften Folge PES EM 2016 mit Deutschland. Heute gibt es das Achtelfinale und ich habe hier mal quasi den Turnierbaum ausgekramt. Und ihr könnt sehen, wir müssen heute gegen Wales natürlich ran, habt ihr auch schon im Titel gelesen. Aber im Viertelfinale haben wir es dann sehr schwierig. Ich denke mal gegen Belgien. Belgien wird sich durchsetzen gegen Kroatien. Frankreich wird sich durchsetzen gegen Irland. England, Portugal, auch ein spannendes Spiel. Sagen wir mal, auf jeden Fall Halbfinale schätze ich, dass Frankreich dort stehen würde. Also haben wir ein richtig starkes Programm, sage ich mal, vor uns. Belgien oder Kroatien, ich schätze Belgien. Und Halbfinale denke ich ganz stark, oder gehe ich ganz stark davon aus, dass wir Frankreich bekommen. Und im Finale könnten wir denn entweder, ja, da gibt es eigentlich nicht so eine starken Nationen. Spanien natürlich, Polen mit Lewandowski, der ja hier bei der EM hier gerade richtig abgeht. 6 Tore hat der schon gemacht, der Typ, der ist verrückt. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt rein in die Partie. Noch ganz kurz checken, ja, das passt alles. So, ich gehe jetzt zurück. Dann gehe ich auf Zeit vorstellen. Zum nächsten Spiel gegen Wales sollten wir eigentlich locker schaffen. Die haben halt nur Gareth Bale, der gefährlich werden könnte. Weil ihr seht ja, Aaron Ramsey, okay, der ist auch noch gut. Williams in der Verteidigung, ansonsten nur 70er. Sogar eine mit 68. Ja, ich werde das hier wieder ändern. Götze hat mir ja letztes Mal richtig gut gefallen. Also wo er Götze im ZOM hatten und Kruse nicht, sondern Bellarabi hatten wir da. Genau, Karim Bellarabi wird unser EM-Spieler quasi. Hier Müller und Gareth Bale sieht man und ich würde sagen, wir gehen rein in die Partie. Beziehungsweise ich hole jetzt noch meine Kopfhörer. Genau, ich hab doch gewusst, dass ich irgendwas vergessen habe. Zack, Kopfhörer anschließen und dann habe ich auch Ingame-Sound, Leute. Dann höre ich das Stadion. Jetzt höre ich das Stadion. Jawolski! Deutschland, Wales, UEFA Euro 2016. Ich bin schon gespannt, mit welcher Nation wir die nächste EM bestreiten werden. Hier Basti, Fantasti, Neuer, Hummels, einfach geil. Ich lasse das jetzt mal durchlaufen, zieht zwar das Video in die Länge, aber das habe ich noch nie so wirklich durchlaufen lassen im Video. Hier das Stadion, Konami, Angriff, Angriff, alles oder nichts. Dann kommt die deutsche Nationalmannschaft, die gibt es natürlich auch. Hier zum ersten Mal Karim Bellarabi. Ich glaube nicht, dass Bellarabi in echt mitsingt, oder? Auf jeden Fall singt... Ja, die singen alle mit. Hector singt mit. Mustafi singt mit. Hummels singt mit. Neuer singt mit natürlich. Schweinsteiger singt mit. Ansonsten singt in der Nationalmannschaft in echt immer, glaube ich, Özil nicht mit. Aber ansonsten glaube ich alle, oder? Boateng singt ja mit. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall singen hier im Spiel natürlich alle mit. Ich drücke jetzt einfach weiter, Leute. Hier habt ihr die deutsche Nationalmannschaft gehört. Ein richtig geiles Feeling, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, nehmen wir nochmal vorher das Zielwasser. Und ab geht's. Ab geht's, komm, wir starten. Wieso geht das jetzt nicht? Dankeschön. Und gleich offensiv rangehen da. Nicht nach hinten, gleich offensiv nach vorne. Weil wir wissen, was wir holen wollen, nämlich den Pott, den Pokal, den EM-Pokal. Und da kann uns Wales natürlich nicht in die Quere kommen. Gareth Bale. Oh, versucht hier, ich glaube mit dem Übersteiger, war das. Ach. Fängt wie am Ende des letzten Spiels an, wo wir nur Fehlpässe gemacht hatten gegen Nordirland. Aber doch noch, okay, ich möchte nicht spoilern. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, kann einfach unten die Videobeschreibung abchecken. Da habe ich die ganze EM mit Deutschland, die Playlist halt verlinkt. Könnt ihr euch alle Spiele nochmal angucken, inklusive der ersten Folge, wie ich die ganze Startmannschaft quasi aufstelle. Und beim ersten Spiel war Özil sogar noch dabei. Aber dann hat er sich leider verletzt. Sehr schade. Ich hätte mit ihm gerne gespielt. War ja auch einer der besten Mittelfelder bei uns. So, wohin? Reus.
Zurück. Nein, das ist zu eng, was wir da machen. Aber Marco Reus hätte sich fast den Ball zurückerobert. Wir müssen mal mehr über die Außen machen und nicht immer zack, zack, Tiki-Taka in der Mitte quasi. Aber darauf stehe ich ja eigentlich. Und jetzt dadurch auf Bellarabi. Versuchen wir den Fake-Schuss. Den Trick habe ich mir jetzt beigebracht. Beziehungsweise da muss man einfach nur 4x runterziehen. Genauso wie in FIFA. Deswegen habe ich das so ein bisschen herausgefunden. Marco Reus wieder auf Thomas Müller. Müller, 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 Müller. 1:0. Was für ein schöner Lobpass von Marco Reus. Und wieder, genauso wie gegen Nordirland, das letzte Tor von Müller. War quasi genauso. Bellarabi auf Müller. Müller lässt abprallen auf Marco Reus. Und dann rennt er durch. Das haben wir einstudiert mit Jogi Löw, Leute. Ja, ganz klare Sache. Und ein schönes Tor, ein sauberer Volley-Abschluss von Thomas Müller. Zack! Und er geht perfekt rechts um in den Winkel. Geil. Vielleicht kann der Thomas Müller doch noch Lewandowski aufholen. Dafür müsste aber Polen rausfliegen. Zeitnah. Weil ich glaube nicht, dass dass andere Spieler bei Polen treffen als Lewandowski. Nee, Spaß beiseite. Es gibt natürlich noch andere gute Spieler in Polen. Aber Lewandowski ist halt der Goalgetter, der typische. Zu 0. Und wer war's wieder, Leute? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Müller, es müllert wieder. Zweites Tor von ihm. Vorlage kam dieses Mal von, ich weiß es gar nicht, von Bellarabi. Klasse Typ. Klasse Typ, der Bellarabi. Zack, dann ziehen wir in die Mitte. Das ist zu schnell für Williams. War das, glaube ich, der Mann mit der Glatze. Ne, das war nicht Williams. Die Nummer 6 war Williams. Keine Ahnung, wer das andere da war eben. Hier, der Typ da. Zack, kann er nichts mehr machen. Finesse-Shot. Schuss von Müller und das Ding geht rein. 2:0. So habe ich es mir gewünscht. Und wir führen 2:0. Bam. Ich denke mal, beim nächsten Anlauf mit einer anderen Nationalmannschaft. Die Mannschaft könnt ihr aussuchen, wie gesagt. In der letzten Folge, wenn ich mit Deutschland rausfliegen sollte oder halt im Finale, werde ich dann euch fragen, werde ich eine Abstimmung machen, mit welcher Nationalmannschaft ich die nächste EM starten soll. Werde ich dann halt eine Schwierigkeitsstufe hochstellen, also die schwierigste. Ich spiele jetzt auf der zweitschwierigsten Stufe und schlage mich eigentlich richtig gut, wie ich finde. Für einen Spieler, der über 10 Jahre FIFA gespielt hat und jetzt hier zum ersten Mal so wirklich PES und so wirklich suchtig das Spiel ja nicht. Ich bin ja immer noch ein FIFA-Spieler und werde es auch immer bleiben. Aber zur Abwechslung, gerade hier zur EM, weil PES die Rechte hat, kann man das auf jeden Fall schon mal spielen. 3:0. Toni? Toni Kroos. Nicht Müller, sondern Toni. Toni, Toni, Toni. Leute, was ist mit Wales los? Wir vernichten die. Wir vernichten Wales. Wales, Wales. Bereichsergebnis. Getümmeltanz. 350 GP Points. Nice. Nice, nice, nice. Ich glaube, wir ziehen die heute richtig ab. Müller. Kommt mal eine Flanke. Da kommt mal eine Flanke. Und Bellarabi. Der verpasst hauchdünn. Hauchdünn, Leute. Hauchdünn. Und jetzt schnell nach vorne. Über Basti Fantasti. Wir halten nochmal an, spielen die Mitte auf Thomas Müller. Der zieht vorbei. Müller! Der sitzt wieder. 4:0.
Hattrick von ihm. Kein klassischer Hattrick, drei Tore hintereinander hat er ja nicht gemacht, aber trotzdem drei Tore, Hattrick. Also, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Richtig heftig. Die Schüsse, die heute reingehen, entweder ist der Keeper so schlecht oder wir sind einfach zu gut. Aber ich tendiere zu Letzteres, zum zweiten Punkt. Ist ja quasi Deutschland-Brasilien. Da hätte nicht viel gefehlt und dann hätte Müller das nächste Ding gemacht. Und wieder die Vorlage von Marco Reus. Leute. 4 zu 0 zur Halbzeit. Hier sieht man Mario Götze, der hat glaube ich noch nicht zugeschlagen. Bei der EM. Tja. Götze halt, ne? Wie in echt. Schlägt ja auch nicht so häufig zu. Spielt ja bei Bayern auch so gut wie gar nicht, weil er halt lange Zeit verletzt war. Auch unter Pep, finde ich, hat er nie so richtig. Ja, ist er nie so richtig zum Zuge gekommen. Und mal gucken. Vielleicht unter Ancelotti oder er wechselt ja auch vielleicht. Auf jeden Fall geht es hier weiter natürlich mit der zweiten Halbzeit. Es war quasi eine rhetorische Pause eben. Oh. Haben sich die Waliser doch nochmal was vorgenommen in der zweiten Halbzeit? Aber ein 4:0 aufzuholen ist eigentlich unmachbar. Wie kann man sagen? Ja, unmachbar. Keine Ahnung. Müller? Heute klappt alles. Heute klappt alles. Vierter Treffer von ihm. Und wenn Lewandowski, ich glaube Müller hatte 4, Lewandowski 6. Das heißt, Müller hat jetzt insgesamt 8 Tore. Das könnte heißen, dass Müller auf dem ersten Platz in der Torjägerliste steht. Wenn Lewandowski nicht mehr als 2 Tore gemacht hat. Schön von Boateng. Was ein Tier. Was ein Tier. Und dann holt er sich den Ball sogar noch. Junge. Groß. Ja, Hector, du musst mal mitgehen. Unten. Bei den anderen Spielen warst du auch immer so offensiv. Und jetzt hier nicht mehr, oder was? Es könnte noch nachträglich eine gelbe Karte für Müller geben. Ich hoffe aber nicht. Aber ich denke mal doch. Aber ist auch nicht so wild. Ich glaube, wir haben so gut wie noch gar keine Karte bekommen hier im Turnier. Ich glaube, eine Karte im zweiten oder ersten Gruppenspiel hatten wir mal bekommen. Richards verliert den Ball gegen Marco Reus und der nimmt jetzt Tempo auf, könnte die Flanke hineinschlagen. Da kommt sie, aber kein Abnehmer. Kein Müller, kein Bellarabi. Und beim 5:0 kann man, denke ich, mal wechseln. Und da verdient sich Müller mal eine Pause. Kommt einfach mal Podolski in den Sturm. Bellarabi kommt auch runter für
Schöle. Und dann bekommt noch Gündogan seine ja, Nationalmannschaftsspielpraxis, oder wie kann man sagen. Weil 5:0, wir haben eh gewonnen. Und vielleicht schaffe ich es, ja, alle spielen zu lassen. Mal. Nächstes Mal kommt dann vielleicht Emre Can mal rein. Oder, ja, muss ich gucken, wen ich noch nicht spielen lassen habe. Torhüter werde ich nicht wechseln. Manuel Neuer wird drin bleiben. Müller. Flanke kommt, ist aber viel zu weit. Ja, und jetzt kommen die neuen Spieler rauf. Die neuen Männer. Schöle. Podolski. Und der Dortmunder, Ilkay Gündogan. Ja, Podolski. Podolski holt den Nicht-Freistoß raus. Schade. Hätte ich gerne einen Freistoß jetzt hier mal gehabt. Aber was nicht ist, Leute, ist nicht. Oh, Götze. Was ist mit ihm jetzt los? Will er doch noch sein Tor? Und jetzt gibt es den Freistoß. Aber ich glaube, der ist etwas zu weit entfernt vom Tor. Wie viele Meter steht das da? 33 Meter. Soll ich es trotzdem probieren? Nee, ich glaube, ich passe hier auf Schweini. Mache ich auch. Zack. Okay, nicht Schweini, Mustafi. Das war zu weit. Reus, Götze. Wieder Reus, Podolski. Podolski auf Götze und Gareth Bale, der gelernte Verteidiger. Hat hier angefangen, linker Verteidiger oder... Ja, ich glaube, linker Verteidiger war das sogar. In Tottenham zu spielen. Da habe ich ihn auch das erste Mal quasi gesehen. Tottenham als Verteidiger. Und dann wurde er immer offensiver bis hin zum Stürmer ja aktuell. Und die Luft ist raus, Leute. Ich glaube, wir machen heute kein Tor mehr, aber 5:0, das soll auch reichen, sage ich mal. Jetzt kommen wir aber hier die Waliser nochmal mit Ramsey. Williams. Und kein Elfmeter, sondern ja, Ball gespielt quasi. André Schöle. Der hat hier Tempo. Er geht vorbei. André Schöle legt sich den Ball vorbei. André Schöle. Schade. Schade, schade, schade. Ihm hätte wahrscheinlich auch ein Treffer gut getan. Das Spiel müsste jetzt aber auch vorbei sein. Eine Minute danach Spielzeit. Ja, Wolski 5:0 gewonnen gegen Wales. Und jetzt bin ich mal gespannt. Belgien oder Kroatien? Das ist die Frage. Ja, ist klar. Ganz klare Sache hier. 6 Schüsse hatten wir aufs Tor. Wales 0 Schüsse aufs Tor. Ganz schwaches Spiel von denen. Kann man nichts anderes sagen. Wir gehen jetzt weiter und ich bin gespannt. Kroatien oder Belgien? Oh, Belgien hat 1:0 gewonnen. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge gegen Belgien. Polen ist raus. Schweden ist weiter, Russland ist weiter, Spanien ist weiter. Alles so eine knappen Ergebnisse, außer ich mit 5:0. Frankreich ist raus gegen Irland. Okay. Dazu sage ich jetzt mal nichts, ne? Portugal gewinnt. Ja, das heißt, Halbfinale gegen Irland oder Portugal. Ich würde mir wünschen, Portugal mit Ronaldo und so. Und Finale würde ich mir, ehrlich gesagt, Spanien wünschen. Eine kleine Revanche. Auf jeden Fall, ja, sehen wir uns dann morgen wieder bei einem weiteren Video. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Vielleicht schaffen wir ja wieder über 30, 40 Likes. Das wäre enorm geil. Bis morgen. Tschüss, Sikowski.